In der Covid-19-Pandemie hat sich das Smartphone als zentrale Kommunikationsplattform für Social Distancing, Information Sharing etc. etabliert. Verschiedene Unikliniker haben innerhalb von kürzester Zeit verschiedene Apps auf den Markt gebracht, mit denen es möglich ist, Studien zu koordinieren, Fragebögen über Covid-Symptome einzusammeln etc. Das mit über 3 Millionen Euro vom BMBF finanzierte Kompass-Projekt nimmt sich genau dieser Thematik an und soll eine einheitliche Plattform über alle Uniklinika schaffen, die Open Source ist und die einheitlich diese Forschungsdaten erhebt, sodass man über alle Daten gleichzeitig forschen kann. Das Kompass-Projekt wird zusammen mit der Unimedizin Göttingen, der Charité und der Uniklinik Würzburg hier aus Mainz koordiniert, worauf wir besonders stolz sind.